Take It Easy von Ravensburger ist ein Legespiel für 1 bis 6 Personen. Es wird in 4 Durchgängen gespielt und dauert insgesamt ca. 45 Minuten. Die Aufgabe ist es, Farbreihen von Rand zu bilden. Je länger eine Farbreihe und je höher ihre Zahl ist, desto mehr Punkte bringt sie ein. Das Ziel ist es, nach 4 Durchgängen auf die höchste Gesamtpunktzahl zu kommen. Jeder der Spieler erhält einen Spielplan und alle Kärtchen einer Farbe. Bei weniger als 6 Spielern wird das überzählige Spielmaterial zurück in die Schachtel gelegt. Ein beliebiger Spieler wird zum Öffner ernannt. Er legt alle seine Kärtchen neben seinen Spielplan und dreht deren Vorderseite nach unten. Somit ist bei diesem Spieler nur noch die Rückseite seiner Kärtchen zu sehen. Diese sollten gut durchmischt werden. Alle anderen Spieler legen ihre Kärtchen mit der farbigen Vorderseite nach oben neben ihren Spielplan. Zum Spielablauf. Der Öffner dreht eines seiner verdeckten Kärtchen um, nennt dabei laut und deutlich die darauf abgebildeten Zahlen, am besten immer von links nach rechts, also 6, 5, 8 hier in diesem Beispiel, und legt es offen auf ein beliebiges freies Feld seines Spielplans. Alle anderen Spieler suchen nun aus ihrem Vorrat dieses Kärtchen heraus und legen es anschließend ebenfalls offen auf ein beliebiges freies Feld ihres Spielplans. Haben alle Spieler ihr Kärtchen ausgelegt, dreht der Öffner das nächste seiner Kärtchen um. Nennt wieder laut und deutlich deren abgebildeten Zahlen 2, 9, 4 und legt diese wieder auf ein beliebiges freies Feld auf seinem Spielbrett. Alle anderen Spieler suchen aus ihren Kärtchen wieder die gleichen Ziffern heraus, 2, 9, 4 und legen diese ebenfalls auf ihrem Spielbrett ab. Bei Take It Easy müssen ja möglichst viele Farbreihen von Rand zu Rand gebildet werden. Besonders gegen Ende eines Durchgangs, wenn der Spielplan schon sehr voll ist, wird nicht immer jedes Kärtchen passen können, da die Farbreihen in allen drei Richtungen stimmig sein müssen. Die Kärtchen dürfen natürlich nur so abgelegt werden, dass jeder Spieler selbst die Zahlen seiner Kärtchen richtig lesen kann. So wäre es zum Beispiel nicht erlaubt. Außerdem darf ein Kärtchen, das bereits liegt, nicht mehr verschoben oder verändert werden. Nach 19 Runden ist der Spielplan jedes Spielers vollkommen belegt. Jetzt wird abgerechnet. Alle drei möglichen Richtungen, diagonal von links unten nach rechts oben, senkrecht und diagonal von links oben nach rechts unten, werden gewertet. Nur durchgehende Farbreihen bringen Punkte ein. Diese müssen von Rand zu Rand ohne Unterbrechung verlaufen. Liegt auch nur ein einziges farbfremdes Kärtchen dazwischen, zählt die gesamte Reihe 0 Punkte. Jede Farbe hat eine Zahl. Die Anzahl der Kärtchen mal der Zahl ergibt die Punkteanzahl einer Farbreihe. Hier also 3 mal 9, 27, plus 4 mal 5, plus 3 mal 9. Dieser Spieler hat in dieser Runde also 74 Punkte erlangt. Die Punkte jedes Spielers werden auf einem Blatt Papier notiert. Neue Runde, neues Glück. Jetzt wird der nächste Spieler zum neuen Öffner bestimmt. Dieser dreht alle seine Kärtchen um und mischt sie gut durch. Die Mitspieler räumen ihren Plan leer und legen ihre Kärtchen wieder offen vor sich ab. Und nun geht es wieder von vorne los. Es wird so lange weitergespielt, bis nach 4 Durchgängen das Spiel beendet ist. Der Spieler, der dann letztendlich die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat, gewinnt das Spiel. Take It Easy kann man auch wunderbar alleine spielen. Von Durchgang zu Durchgang versucht man, seine eigene Höchstzahl zu überbieten. Übrigens, die höchstmögliche Punktezahl beträgt 307 Punkte. Herausforderung angenommen. Was war eure höchste Punkteanzahl? Schreibt das gerne in die Kommentare.